Lege dich auf den Rücken. Beine etwas weiter als hüftbreit auseinander. Füße fallen locker nach außen. Arme etwas weiter vom Oberkörper entfernt. Handflächen zeigen nach oben. Die Chakren sind unsere Energiekanäle, die Speicher unserer Lebenskraft. Sind unsere Chakren in gleichmäßiger Schwingung, fühlen wir uns körperlich, geistig und seelisch ausgeglichen und voller Lebensenergie. Durch äußerliche Umstände können in dem ein oder anderen Chakra Blockaden entstehen. Die Schwingung verändert sich und ein Ungleichgewicht entsteht. Es befinden sich zahlreiche Chakren in unserem feinstofflichen Körper. Diese Yogastunde widmen wir dem Ausgleich der 7 Hauptchakren. Atme noch einmal tief in den Bauch ein und wieder aus. Komme mit deiner Aufmerksamkeit in den Bereich des Steißbeins und des Beckenbodens zu deinem Wurzelchakra. Die zentralen Themen deines Wurzelchakras sind Stabilität, Urvertrauen, Erden, Überleben und materielle Sicherheit. Der Hauptfokus liegt auf deiner körperlichen Existenz. Stelle dir in diesem Bereich eine rotierende, dunkelrote Blüte vor. Tauche tief ein in das Dunkelrot und lasse die Blüte mit jeder Ausatmung immer größer und weiter werden. Wandere mit deiner Aufmerksamkeit etwas weiter nach oben, in die Kreuzbeingegend, oberhalb deiner Geschlechtsorgane, zu deinem Sakralchakra. Die zentralen Themen deines Sakralchakras sind Fortpflanzung, Sexualität, Kreativität und Selbstbewusstsein. Der Hauptfokus liegt auf deiner Intimität und den Emotionen. Stelle dir in diesem Bereich eine rotierende, orangene Blüte vor. Tauche tief ein in das Orange und lasse die Blüte mit jeder Ausatmung immer größer und weiter werden. Wandere wieder ein Stückchen weiter nach oben mit deiner Aufmerksamkeit Richtung Magen, oberhalb des Bauchnabels, zu deinem Nabelchakra. Die zentralen Themen deines Nabelchakras sind Lebenskraft, Selbstwertgefühl, Willenskraft und Persönlichkeit. Der Hauptfokus liegt auf deiner Identität und deiner Stärke. Stelle dir in diesem Bereich eine rotierende, goldgelbe Blüte vor. Tauche tief ein in das Goldgelb und lasse die Blüte mit jeder Ausatmung immer größer und weiter werden. Lasse deine Aufmerksamkeit zu deiner Brustmitte gleiten, auf Herzhöhe, zu deinem Herzchakra. Die zentralen Themen deines Herzchakras sind Mitgefühl, Vergebung, Zuneigung und Geborgenheit. Der Hauptfokus liegt auf der Liebe und der Verbindung.
Stelle dir in diesem Bereich eine rotierende, warmgrüne Blüte vor. Tauche tief ein in das warme Grün und lasse die Blüte mit jeder Ausatmung immer größer und weiter werden. Komme mit deiner Aufmerksamkeit zu deiner Halswirbelsäule und deinem Kehlkopf, zu deinem Halschakra. Die zentralen Themen deines Halschakras sind Kommunikation, Unabhängigkeit, Wortbewusstsein und Inspiration. Der Hauptfokus liegt auf deiner mentalen Energie und der Wahrheit. Stelle dir in diesem Bereich eine rotierende, hellblaue Blüte vor. Tauche tief ein in das Hellblau und lasse die Blüte mit jeder Ausatmung immer größer und weiter werden. Wandere mit deiner Aufmerksamkeit ans obere Ende deiner Nasenwurzel, zu dem Punkt zwischen deinen Augenbrauen, zu deinem Stirnchakra. Die zentralen Themen deines Stirnchakras sind unmittelbare Wahrnehmung, Fantasie und Vorstellungskraft. Der Hauptfokus liegt auf deiner Intuition und deiner Weisheit. Stelle dir in diesem Bereich eine rotierende, dunkelblaue Blüte vor. Tauche tief ein in das Dunkelblau und lasse die Blüte mit jeder Ausatmung immer größer und weiter werden. Bringe deine Aufmerksamkeit jetzt über den Scheitelpunkt deines Kopfes, zu deinem Kronenchakra. Die zentralen Themen deines Kronenchakras sind Spiritualität, Selbstverwirklichung und Erfahrung geistiger Welten. Der Hauptfokus liegt auf der kosmischen Vereinigung und Erleuchtung. Stelle dir in diesem Bereich eine rotierende violette Blüte vor. Tauche tief ein in das Violett, das zusätzlich von strahlendem Weiß und Gold durchzogen ist, und lasse die Blüte mit jeder Ausatmung immer größer und weiter werden. Vertiefe nun wieder deine Atmung. Atme tief in den Bauch ein und wieder aus. Bewege langsam deine Hände und deine Füße. Strecke dich und recke dich. Spüre, welche Bewegung dir nun gut tut. Umfasse mit den Armen deine Beine. Rolle dich nach rechts
und nach links. Gebe deinem Rücken eine schöne Massage. Rolle dann nach vorne und wieder zurück. Erst ganz sanft und dann immer kräftiger, bis du zum Sitzen kommst. Setze dich in einen für dich bequemen kreuzbeinigen Sitz. Du kannst dir dafür auch ein Kissen nehmen. Achte darauf, dass dein Rücken ganz gerade ist, dein Kinn leicht zur Brust gezogen, deine Schultern und Arme ganz locker und entspannt. Deine Hände liegen ruhig auf deinen Knien. Daumen und Zeigefinger berühren sich sanft im Chin Mudra. Schließe deine Augen und bringe deine Aufmerksamkeit zu deiner Atmung. Lasse uns beginnen.